ihr Spinnen, dann kommt mal her, meine ich. Ach du Heilige. Ja, ganz klasse. Ich liebe Spinnen. Scheiß Wespenspinne. Stirbt. Bam. Das wäre erledigt. Gut. Den Spinnen haben wir es ordentlich auf die 8 Beinchen gegeben. Und rein in die Berghöhle. La, 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 la. Ich bleibe ganz cool. Seltsam. Und gechillt. Warum okay. Sollte der Meuchelmörder wollen, dass die Dalish seinen Aufenthaltsort verraten? Das will ich allerdings auch mal wissen. Ich glaube, das ist eine große Intrige und das ist eigentlich nur eine Falle. Aber wir werden ja sehen. Und außerdem sind wir sowieso stark genug, dass wir da noch ein Wörtchen mitzureden haben. Also, Falle hin oder her, wir werden auf, uns auf jeden Fall zur Wehr setzen können. Und was ist in der Truhe drin, wenn ich fragen darf? Die ist komplex, ja, ganz klasse. Wie, Moment, Varric, die bekommst du auf? Wie jetzt? Das war leicht. Das war leicht? Varric, du bekommst komplexe Truhen auf? Und das weiß ich erst jetzt? Okay, gut. Dann werde ich Varric, glaube ich, des Öfteren mal mitnehmen. Und werde Meryl und so zu Hause lassen. Ich meine, Isabella haben wir eh schon verloren. Da will ich es nicht auch noch. Oh, wow, habe ich mich gerade erschrocken. Scheiße, kamen da viele Spinnen. Ach du Kacke. Ihr werdet sterben, Giftspinnen. Dann würde ich sagen, let's go. Und zwar bei dir. Ja, aber die sind alle so schnell tot. Da haben wir Nachschub. Und somit leben wir weiter. Jo. Und somit leben wir weiter. Kann ich irgendwie hier nochmal die Items aufsammeln? Das wäre vielleicht ganz nützlich. Hallo? Gut, ich warte erstmal, bis die Spinne hier weg ist, glaube ich. Haben wir sonst noch irgendwelche Items hier? Nein. Aber ich würde gerne noch vom Knochenberg jetzt hier die mitnehmen. Gesiedete Lederplatten fügt ein Runenfeld hinzu, Isabella. Ja, toll. Das ist nicht wirklich wahr, oder? Da haben wir Isabella nicht mehr und da bekommen wir sowas. Man kann nicht behaupten, dass unser Mann vorbereitet wäre. Oh mein Gott. Na, das waren ja ganz nette Fallen. Ich werde erstmal schnell zurücklaufen, denn wir sind hier irgendwo falsch abgebogen am Anfang, hier vorne. Genau, genau, genau. Hier müssen wir jetzt nämlich links rum. Genau, hier lang. So. Das offene Terrain hier lädt doch zum Kampf ein. Und wo sind die Gegner? Na, da ist er ja. Vateril. Das war ja mal wieder klar. So eine Riesenspinne. Genau. Dann würde ich sagen, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Alle rauf da. Kloppt mal drauf ein. Und ich würde sagen, it's showtime. Das Ding noch hier. Hallo? Geht dieses Teil überhaupt down? Moment mal. Ich hätte gerne Explosionsfeuer und dann zünden wir die mal an. Die Spinne hier. Fenris, bevor du abkratzt, nehmen doch nochmal einen Ausdauertrank. Und mach einen mächtigen Schlag. Okay, das sieht sehr gut aus. Weiter. Leute, das packt ihr auf jeden Fall. Ich spiele jetzt Varric und ich würde sagen, weiter. Ach du Kacke. Einfach drauf, drauf, drauf. Das Ding ist down und zwar genau jetzt. Bam. Erinnert mich daran, mich nie gegen uns zu... Also euch hatte ich nicht erwartet. Wieso nicht? Wie geht es euch? Mein Name ist Sevran Aranai. Abenteurer und gelegentlich Meuchelmörder. Ach, du bist der Meuchelmörder? Ich habe mit einem Überfall der Krähen gerechnet. Aber nicht mit dem mächtigen Champion von Kirkwall.
Ihr habt auf einen Angriff gewartet? Es überrascht mich, dass ihr euch derart habt in die Enge treiben lassen. Ah, lasst mich raten. Ein Mann namens Nancio hat euch gebeten, einen gefährlichen Mörder einzufangen, richtig? Was hat er diesmal erzählt? Dass ich seine Gattin umgebracht hätte, seine Eltern abgeschlachtet, seine Kinder in die Sklaverei verkauft? Oder hat er gesagt, er sei ein Gesetzeshüter aus Antiva, der einen absurd gut aussehenden Flüchtigen dingfest machen müsse? Gut aussehend in der Tat. Also alles Lüge, letzteres, ich glaube euch nicht. Aber wenn wir jetzt mal so zurückblicken, ich meine, mir kam der auch ziemlich misstrauisch vor. Und er hier wirkt sogar ziemlich nett. Ich meine nämlich diesen anderen. Und ich sag jetzt einfach mal letzteres. Er sagte auch, ihr wärt ein gesuchter Mörder. Ja. Oh, doch, absolut. Aber das würde wohl genauer betrachtet für jeden Anwesenden hier gelten. Bringt mich zu Nancio, wenn ihr wollt. Er hat mit Sicherheit vor, euch zu töten. Die Krähen schätzen im Gegensatz zu mir lose Enden überhaupt nicht. Aber ihr könnt euch augenscheinlich ja durchaus zur Wehr setzen. Wozu sollte ich mir also Sorgen machen? Ihr könnt mich also entweder fesseln, knebeln und dann Schindluder mit mir treiben. Oder ihr bringt mich zu Nancio. Was wird es wohl sein? Ich nehme Schindluder. Sollen wir das jetzt mal anklicken? Ich möchte echt gerne, Leute, ich will wissen, was passiert. Ich mach das jetzt. Ich mag eure Liste an Möglichkeiten. Aber muss es in dieser Reihenfolge sein? Ich wusste, ihr würdet meinen offensichtlichen Reizen nicht widerstehen können. Was war es? Meine Stimme? Ich bringe euch zu Nancio oder was? Keine Schliche. Ihr kommt mit mir. Oh, wie ihr wünscht. Mal sehen, was Nancio zu sagen hat. Ich werde euch folgen, sobald ihr zum Aufbruch bereit seid, Champion. Nancio wird uns sicher die Wahrheit sagen und wenn nicht, kriegt Nancio halt einen in die Fresse. Was haben wir denn? Ring des Schattenjägers nehmen wir mit. So, und wie kann ich hier jetzt wieder rauskommen? So, dann komm mal mit, du Elf, du Böser. Schindluder, du. Und da würde ich sagen, auf und davon. Die Geilenburg ist, glaube ich, falsch, oder? Kacke, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Gerechtigkeit, Minenmassaker. Ach, ins Antivana-Lager. Ach, genau. So, dann besuchen wir mal Nancio. Ah, Champion, ihr wart erfolgreich. Genau wie ich es erwartet hatte. Oh ja. Wirklich zu schade. Es wäre für die Krähen von immensem Vorteil, euch in ihren Reihen zu wissen. Aber Befehl ist Befehl. Keine losen Enden. Mir liegt ein, habe ich doch gleich gesagt, auf der Zunge. Aber das wäre viel zu vordergründig, findet ihr nicht? Jungs, geben wir dem Champion seine mehr als verdiente Belohnung. Moment mal. Ihr kleinen... Oh, das glaube ich nicht. Ihr habt doch nicht wirklich... Ihr seid so eine Bastarde, ne? Leute, ich sag euch eins. Die Belohnung, die könnt ihr gerne behalten. Oh ja. Und die wird euch teuer zu stehen bekommen, Jungs. Ihr werdet sowas von sterben. Ja, hoffe ich jedenfalls. Na, komm her. Wo habe ich denn den nächsten Bart? Jaka, du Biest! Das war wundervoll! Einer weniger! Und das war's mit euch. Ihr wollt doch bestimmt das Lager plündern, oder? Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ja, ich werde das Lager mal plündern. Das war's dann jetzt mit euch, Bekloppten. Ich weiß einfach nicht, was ich zu euch sagen soll. Ihr Bastarde. Mich so hinterhältig anzugreifen. Aber naja, das hatte ich mir ja schon gedacht. Und das habt ihr also davon. So, jetzt schaue ich mal, was ich hier so alles finde zum Thema Lager. Wo haben die sich denn überall niedergelassen? Hier oben irgendwie ist da noch was oder kann ich das irgendwie knicken? Ne, hier oben scheint was zu sein. Oh, was haben wir hier? Ein Karren? Ein Leichnam, wo der herkommt? Ich will es gar nicht wissen. Und wir gehen einfach einmal hier so im Kreis und schauen mal, was wir hier alles so finden. Knochenberg, der hat auch Geld dabei. La 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 la. Schön Kohle. Und wir könnten jetzt, glaube ich, sogar einfach weggehen.
Das wär's ja. Aber ich würde gerne wieder zurückgehen und mit dem Elf reden. Deswegen drehe ich jetzt hier mal um an dieser Stelle. Ich muss ja auch nicht alles abklappern. Und dann reden wir wieder mit Sevran. Und zwar genau jetzt. Fertig. Und wir bleiben alle in einem Stück? Schön, wenn das mal kein guter Tag ist. Ach, uns ist nichts passiert. Ich hoffe, das war euch eine Lektion. Man kann einer Krähe nicht trauen, außer sie sieht absurd gut aus. Es ist Zeit für mich weiterzuziehen. Außer ihr würdet mich gerne besser kennenlernen, Champion. Ich warne euch, ich bin unter Huren aufgewachsen. Meine Finger sind flink. Oh Gott. Das klingt gut. Ich mag flinke Finger. Ja. Wunderbar. Oh Mann. Noch eine kleine Ablenkung, bevor ich nach Hause zurückkehre und der Gilde den Krieg erkläre. Oder vielleicht auch eine große Ablenkung. Man soll sich ja nicht unter Wert verkaufen. Moment mal, jetzt passiert nicht das, was ich denke, oder? Nein, Moment. Ach du Kacke. Neuer Codex-Eintrag. Und die Quest wurde absolviert. Sehr schön. So, dann hätte ich als nächstes jetzt gerne vor, mit Meryl zu reden. Ich hoffe, dass sie von dieser Sache hier nie erfahren hat. Denn Meryl ist doch noch mein kleines Schätzelein, ne? So, Meryl, dann würde ich jetzt gerne mit dir reden. Hallo. Och, du siehst immer so traurig aus. Aber das mag ich. Hallo. Ist das für mich? Es ist wunderschön. Kein Problem. Wisst ihr, was das ist? Er kommt von den Dalish. Ich weiß nur, dass er von den Dalish hergestellt wurde. Aber was ist es genau? Es ist Silvanholz. So selten wie Diamanten. Man findet es nur an sehr alten, äußerst wilden Orten. Die Schnitzereien erzählen die Geschichten des Verrats. Wie der Schreckenswolf sämtliche Götter aus der Welt fortgelockt hat. Erzählt mir die Geschichte. Ja, 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 bitte, bitte. Mama Meryl soll eine Geschichte erzählen. Fangt am Anfang an. Was ist mit den Göttern geschehen? Ich höre zu. Vor langer Zeit gab es zwei Götterclans. Die Schöpfer behüteten das Volk, die Vergessenen machten Jagd auf uns. Und es gab einen Gott, der keiner dieser beiden Gruppen angehörte. Fenharrow, der Schreckenswolf. Er war ein Verwandter der Schöpfer und hatte ihnen in den alten Zeiten in ihrem endlosen Krieg gegen die Vergessenen oft zur Seite gestanden. Die Götter haben Krieg geführt? Warum haben sie sich bekämpft? Das weiß niemand. Wir können uns kaum noch an all ihre Namen erinnern, geschweige denn daran, wer den ersten Streich geführt hat, wer im Unrecht war. Fenharrow war gerissen. Er konnte sich ohne Angst in beiden Götterclans bewegen und beide dachten, er sei einer von ihnen. Er suchte beide Seiten auf und erzählte ihnen, ihre Widersacher hätten eine schreckliche Waffe geschmiedet. Eine Klinge, die den Krieg beenden würde. Den Schöpfern erzählte er, sie sei im Himmel geschmiedet worden. Und den Vergessenen, sie sei im Schlund verborgen. Und als sich die Götter auf die Suche nach ihr machten, schloss er beide Clans für alle Zeiten in ihren Reichen ein. Somit ist jetzt nur noch er allein in der Welt übrig. Der Ring hat also eine Bedeutung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dalish den Untergang ihrer Götter nicht einfach nur zur Dekoration abbilden. Nicht wirklich. Nein. Dieses Schmuckstück wurde für eine Hüterin gefertigt, wisst ihr? Einen Clan vor dem Schreckenswolf zu beschützen, ist die Aufgabe einer Hüterin. Das ist ein wundervolles Andenken. Ich danke euch. Kein Problem, wie sieht's denn mit der Freundschaft aus? Ja, ist ja noch nicht ganz so rosig, aber naja, immerhin. Puh, dann wird man mit dem Ring glücklich. Ich glaube, das mit der Romanze wird so gegen Ende des Spiels eh nichts mehr. Ich würde gerne nochmal was gucken, bevor wir weiterreisen. Auf der Flucht, ja, aber... was soll denn diese Quest immer? Horn wurde getötet. Berichte Meredith über deinen Erfolg beim Aufspüren der drei Magier. Gut, und dafür reisen wir jetzt in die Galgenburg. Das machen wir jetzt mal, ne? So, ihr verfolgt das jetzt Schritt für Schritt. So. Wer ist eigentlich Bianca? Und wo ist jetzt bitte Meredith? Hier ist der Kräuterkundige. Hier ist der Waffenladen. Templerhalle. Ach, da ist die Templerhalle. Hallo, Bianca.
Oh, und da können wir doch natürlich aber auch reingehen, oder? Ihr müsst sie doch nach irgendjemandem benannt haben. Oh Mann. Nein. Ich bin so schlau. Wisst ihr, Leute, tut mir leid. Und ich habe die ganze Zeit nicht gecheckt, wo Meredith ist. Ja, jetzt ist mir natürlich alles klar geworden. So. Meredith, wo bist du? Hier oben irgendwo in deinem Büro, links oder rechts? Ich glaube mal hier drin. Nee, du bist Orsino, dann ist Meredith hier. Darf ich reinkommen? Mir ist zu Ohren gekommen, dass sowohl Huon als auch Evelina tot sind. Bedauerlich, aber notwendig. Ja. Emile de Lancey jedoch hat sich gestellt und war spürbar zufrieden, wie ich hinzufügen möchte. Ich hätte ihn sofort hinrichten lassen, aber sein Vater hat ein leidenschaftliches Plädoyer für ihn gehalten. Was meint ihr, Champion? Haltet ihr Emile für gefährlich? Er ist ein Idiot, kommt drauf an. Dummheit kann gefährlich sein. Und davon hat er jede Menge. Das hat sein Vater auch angedeutet. Also gut. Emile bleibt am Leben. Aber ich werde ihn genau beobachten. Es freut mich, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte, die Stadt sicherer zu machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Champion. Gleichfalls. Gut, 1200 EP, Quest aktualisiert. Und wir haben eine neue Quest. Ein kleines Problem. So, was dürfen wir denn da jetzt machen? Sprich im Gangman in der Unterstadt mit Varric. Gut, werde ich machen. Der letzte Strohhalm. Was müssen wir da machen? Achte auf Briefe von der Kommandantin und dem ersten Verzauberer, um auf dem Laufenden zu bleiben. Gut, dann würde ich sagen, ich darf jetzt erstmal wieder mit Varric quatschen. Im Gangman bei einem schönen Bier. Und ja, Varric zahlt. Also, dann geht's jetzt auch gleich mal los in den gehängten Mann, wenn ich hier irgendwie rauskommen würde. Wupp, wupp, so. Durch die Säulen geschlängelt und wir verlassen jetzt das Gebiet und ab in den gehängten Mann. So, Varric, ich hoffe, dass du eine flotte Nachricht für uns parat hältst. Varric, was gibt's, mein Freund und Helfer? Hättet ihr eine Minute, Hawk? Klar. Ich weiß, das ist eine alte Geschichte, aber erinnert ihr euch an das Haus in der Oberstadt, in dem sich Bartrand verbarrikadiert hatte? Es macht keinen Sinn, ein Haus für einen Toten zu behalten. Ich habe schon seit Ewigkeiten versucht, das Ding loszuwerden. Viel Glück! Die Käufer werden begeistert sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Markt für die Häuser von wahnsinnigen Mördern besonders groß ist. Die gruseligen Leute, die sich dafür interessieren, sind im Allgemeinen nicht diejenigen, die genug Geld besitzen, um mich davon zu befreien. Ich habe in Rivine einen niedrigeren Adligen gefunden, der es ungesehen gekauft hat. Aber jetzt gibt es leider ein Problem. Der Käufer behauptet, in dem Haus spuke es. Jeder, der die Geschichte des Hauses kennt, würde sämtliche nächtlichen Geräusche Geistern zuschreiben. Ich habe es möglicherweise versäumt, dem Käufer gegenüber die bewegte Geschichte des Anwesens zu erwähnen. Es gab wohl einige kleinere Problemchen. Flüsternde Stimmen in den Wänden, Erscheinungen, Dinge, die sich von allein bewegt haben. Ich hoffe, die Ursache ist ein Relikt, das Bartrand aus den tiefen Wegen mitgebracht hat. Wir zerstören es und schon ist der Spuk Geschichte. Wir kümmern uns darum, Barry. Na schön. Untersuchen wir das Anwesen. Mal wieder. Danke, Hawk. Ich wusste, ihr würdet mich nicht hängen lassen. Meine Mutter hat immer also, gesagt, dass neue Quest, Spuk. Ja, es soll dort also spuken, dann würde ich sagen, treiben wir den Geistern mal, heizen wir den Geistern ordentlich ein und treiben ihnen den Gar aus, oder wie auch immer ich das nennen soll. So, zu dem Haus direkt kann ich leider nicht hin, oder? Gut, dann werde ich zuerst zu unserem Anwesen nochmal reisen und dann werde ich mir jetzt nochmal angucken, was wir hier beim Schreibtisch neu so bekommen haben. Ach du Heilige, König Alistair, trefft mich bitte in der Feste. Nehmt